Eine Gesellschaft, in der das Praktizieren des Islams zunehmend schwerer wird. Politik und Gesellschaft erzeugen Gegenwind, der es einem erschweren soll, sein Leben nach dem Islam auszurichten. Unter seinen Arbeitskollegen wird man für einen Extremisten gehalten. Die Freunde denken, man verstehe keinen Spaß mehr, nur weil man nicht mehr über die zügellosen Späße lacht. Und die Eltern fürchten, dass man manipuliert werden könnte. Es werden einem von allen Seiten Vorwürfe und Unterstellungen gemacht. Umso mehr man sich an den Islam hält, desto fremder wird man in der Gesellschaft. Irgendwann kommt der Punkt, an dem man sich entscheiden muss. Gibt man den Islam auf und schwimmt mit dem Strom der Gesellschaft, oder hält man am Islam fest und wird fremd in der Gesellschaft? Genau so war es auch beim Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und seinen Gefährten radiallahu anhu. Die Bewohner Mekkas machten sich über die Muslime lustig. Sie verspotteten sie, folterten und boykottierten sie. Die Muslimen waren allerlei Schwierigkeiten ausgesetzt. Und weil das so war, sagten die Bewohner Mekkas: Seht nur, was der Koran aus ihnen gemacht hat. Seht nur, was für ein trauriges Leben sie nun leben. Dabei war es nicht der Koran, der die Muslime in solch eine missliche Lage brachte, sondern die Bewohner Mekkas. Sie erkannten nicht die Größe, die der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam und die Sahaba radiallahu anhum unter Beweis stellten, während sie die Drangsal der Unterdrücker Mekkas in Kauf nahmen. Da offenbarte Allah subhanahu wa ta'ala die Ayah: Wir haben den Koran nicht auf dich herabgesandt, um dich traurig zu machen. Wir erleben tagtäglich, wie der Islam verteufelt wird. Unsere edlen Schwestern werden Belästigungen ausgesetzt, weil sie eine Ayah des Korans repräsentieren. Sie werden beleidigt und für unmündig erklärt, so als könne sie nicht über sich selbst entscheiden. Unsere Kleinen werden gedrängt, das Gebet zu unterlassen und während des Ramadans vor den Augen des Lehrers zu essen. Unsere Jugendlichen werden dazu animiert, ihre Zeit und Kraft mit Spielereien und Zina zu verschwenden. Und diejenigen, die sich dafür entschieden haben, den Weg des Islams zu gehen, werden Erschwernissen ausgesetzt. Diese Ayah war ein Trost für die Muslime zur Zeit des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Und auch für die Muslime heute muss diese Ayah ein Trost sein. Der Koran ist nicht gekommen, um den Menschen traurig zu machen, sondern um den Fokus desjenigen, der sich warnen lässt, gerade zu biegen. Der Koran erinnert uns daran, dass es eine Abrechnung geben wird. Wir werden an unsere Verantwortung erinnern, die wir als Muslime der Menschheit gegenüber haben. Wir werden an unsere Verpflichtungen gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala erinnert. Unsere Augen werden von der Enge des Diesseits auf die Weite des Jenseits gerichtet. Er ist eine Erinnerung für den, der sich all dieser Dinge bewusst wird und erkennt, wie mächtig und gütig Allah subhanahu wa ta'ala der Menschheit gegenüber ist. Und so heißt es weiter im Koran: Sondern als Erinnerung für den, der gottesfürchtig ist. Heute wird dem Lügner geglaubt, und demjenigen, der die Wahrheit spricht, wird vorgeworfen, dass er lügt. Die Menschen erfreuen sich an Dingen, die Allah subhanahu wa ta'ala verabscheut und für die er strafen wird. Und vielleicht kommt manchmal der Gedanke auf, dass das Leben einfacher wäre, wenn man den Islam etwas lockerer lässt. Doch gerade unter diesen Umständen ist es umso wichtiger, dass aus uns Persönlichkeiten werden, die den Sturm standhalten können. Persönlichkeiten, die nicht einknicken, wenn sie durch Blicke oder Worte dafür verurteilt werden, weil sie sich für den Islam entschieden haben. Wir brauchen Männer und Frauen, die sich bewusst sind, dass der Islam, der ihnen anvertraut wurde, das höchste Gut auf Erden ist. Diejenigen, die am Islam festhalten, bekommen den Gegenwind zu spüren. Und ein jeder von uns sollte sich in Acht nehmen, wenn er davon nichts zu spüren bekommt. Denn genau wie zu Beginn des Islam befinden wir uns in einer Zeit, in der am Islam festzuhalten bedeutet, Konsequenzen ertragen zu müssen. Aber der Lohn, meine lieben Geschwister, für den Standhaften ist das Paradies. Wir bitten Allah, dem Barmherzigen, unseren Füßen einen festen Stand zu geben und uns am Tage der Abrechnung unter den Standhaften zu versammeln. Allahumma Amin.